das Streben nach Glück und Glückseligkeit ist ganz eindeutig im Plan der Schöpfung vorgesehen und hierauf ziehen dann alle Scharlatansreligionen ihre Begründungen, denn das Signalsystem ist eindeutig, werden die einzig relevanten Lebenszielaufgaben erfüllt, der Erhaltung des Lebens und dessen Fortsetzungen, wird das mit Lust, Glück, Leidenschaft, sogar Begehrensempfindungen belohnt und gelobigt, alle erfolgreiche Handlung dahingehend wird durch ein Signalsystem ausgewiesen und die Gegenbewegung zielt dann auf Vermeidung der Unlust, auf den falschen Weg, auf das nicht adäquate oder spezifische Ersatzobjekt, das nicht das wahre Empfinden hervorruft, sondern nur eine falsche Sublimation oder mickrige Verdrängungsentladung. Wohingegen alles das, was die Analyse der Struktur dieses ganzen Apparats des Seins und seiner Wahrnehmungsmaschinerie, von der aus das alles nur betrachtet werden kann und ihre dreidimensionale Realitätssimulation als Gegenkompensation gegen das verlorene Reale erst erzeugt und von dem also ausgegangen werden muss, im Descartes'schen Sinne. Während also all diese Ausziehungsprozesse serieller Art, Zerlegungen, Analysen, Erforschungen, nicht des Wies der Handlungen hinsichtlich ihrer Lust- und Unlustdialektik, sondern ihrer wahren Struktur immer nur mit Unbehagen, mit Verwirrung, mit Nervosität, sogar mit seelischem Schmerz, mit Drängen ungelöster Reste, die sich ins Unerträgliche steigern können, bis der Knoten bei einem Kepler nach Jahrzehnten oder bei Darwin ebenfalls dann irgendwann geplatzt ist. Von Freud wollen wir gar nicht erst sprechen. Oder von Aristoteles. Das sind keine direkten Intuitionen. Das ist die mühevolle Durcharbeitung all dessen, all das auszuschließen, was es nicht ist. Und was als Rest übrig blieb, das sonst unter den Teppich gekehrt wird. Aber über Kepler und Darwin und Freud haben wir gestern und vorgestern schon ausführlich gesprochen. Also, kurz gesagt, alles, was im Plan der Schöpfung vorgesehen ist zur Erhaltung von Lebens, vom Leben und dessen Wiedererneuerung, unterliegt dem Belohnungs- oder Unlustprinzip. Das jenseits des Lustprinzips, von dem Freud spricht und mit der Erforschung dieses Systems UBW, das ja Gott ist und das auch täuscht und nur tröstet und die Aufgabe hat, die unbewältigbaren Reste dennoch irgendwie zu verarbeiten, dass also in dieser Strukturausziehung mit
der Maschinerie, der signifikanten Maschinerie beginnt das das realisierte, aber irreale, irrsinnige Bildchenschema des Traums und der Wirklichkeitsvorstellung zurückzuführen. Zunächst auf ihre lautlichen, phonematischen Bruchzusammensetzungen und dann noch weiter in der Traumarbeit zurückzuführen auf den Buchstaben per se. Das ist eine existenzverfehlte Existenzentscheidung, da sie nur alle Jahrzehnte mal kurzzeitig eine Lustbelohnung qua Erkenntnis, einer grauen Erkenntnis, fahl und nicht jubilierend und nicht ekstatisch und auch nicht Wochen oder Monate anhalten, sondern jeweils nur ein paar Stunden. Und dann müssen die nächsten 10 oder 20 Jahre abgearbeitet werden, bis das nächste Erklärungsschema oder die nächste Erklärungsstruktur noch mehr sich verfertigt und verhärtet hatte.